Man kann natürlich rumexperimentieren. Ne, spricht ja nichts dagegen. Hier packen wir diesen elektrischen Stahl und sowas da rein. Müssen wir sowieso mal irgendwann sortieren hier. Ne, das war Kupfer da hinten. Pack das mal rein oder keine Ahnung, das hier. Das geht jetzt sowas von in die Hose. Aber man muss ja mal austesten und rumexperimentieren. Das sind so Dinge, die habe ich mir jetzt nicht alle angeguckt, wie ne, das geht und alles. Aber das ist geschmolzenes Eisen. Wenn ich jetzt Gold dazu packe, kriege ich was raus? Oder kriege ich da überhaupt was raus? Vermischt es sich? Man weiß es nicht. Vermischt es sich überhaupt nachträglich? Müsste ich das dann nicht gleichzeitig hier bedingsen oder so? Das vermischt sich nicht. Wenn ich jetzt Kupfer da reinpacke. Nein, hier ist auch noch Kupfergedöns dazu. Ich meine, im Endeffekt, ne, ich krieg die Barren auch 1:1 wieder raus. Ja? Das ist jetzt nicht das Problem. Brauchen aber auch eine halbe Ewigkeit hier zum Schmelzen. Bitte warten. Geschmolzenes Kupfer. Hilft mir jetzt auch nicht weiter. Da brauche ich halt hier noch, keine Ahnung, geschmolzenes Aluminium. Um halt da das fertigzustellen. Was ich jetzt natürlich halt auch nicht mehr habe. Oh, das ist doch... Oder vermischen sich überhaupt Barren? Das sind so Dinge, weißt du, da habe ich keine Ahnung von. Gut, nichtsdestotrotz, wir gucken uns jetzt hier irgendwie was an, was wir dann halt als Spitzhacke hier bauen können. Ja, Eisenspitzhacke macht keinen Sinn. Die verbraucht sich so schnell. Ich würde halt schon, weißt du, wenn du halt dann irgendwie auf Tour gehst, auf Höhlentour und sowas, dann brauchst du natürlich irgendwas, was halt ein bisschen länger hält. Meine Diamantspitzhacke kann ich halt nicht reparieren, weil ich hier keine Diamanten mehr habe oder nicht ausreichend. Bin in so einer Zwickmühle, weißt du? Oh nein, ich bin wieder im Pilz gelaufen. Oh nein. Wer hatte diese grandiose Idee und stellte einfach einen Pilz hin? Ach ja, das war ich. Also jetzt habe ich die Schmiede da. Bin immer noch zu blöd für alles. So viel zum Thema. Ja, ne? Ich habe mich reingelesen. Nein, das nicht. Vielmehr halt eigentlich in irgendwelche Gerätschaften und alles. Ist auch noch kein Aluminium dabei. Nice. Oder aber wir machen tatsächlich, dass wir eine komische Eisenspitzhacke da machen. Nehmen wir mal Spitzhackenkopfform, Werkzeugverbindungsform, Werkzeuggriffgussform ist das, ne? Gucken wir mal. So, die Bücher, die packe ich mal ja hier tatsächlich irgendwo hier bei dem ganzen Zeug mit dahin. Dann suche ich die nicht immer. Das passt ja irgendwie hier mit dazu. Dann habe ich auch gleich Platz im Inventar. Magic. Okay. Dann machen wir einmal hier, zack. Einmal hier, zack. Zack. Dann machen wir hier so einen Werkzeuggriff vor. Nein, nein. So. Okay. Jetzt haben wir theoretisch hier so ein paar Dinger.
Und ich kriege nicht das, was ich haben will. Warum nicht? Da stand doch was davon, oder? Oder darf das nicht aus demselben Material alles sein? Oder die Verbindungsform muss irgendwie aus einem anderen Gedöns sein? Das ist das falsche Buch. Waffen brauche ich nicht. Vielleicht das. Toolrod. Toolbinding. Whiteguard. Aha. Aha. Wie kriege ich denn hier dieses Zeug hierher? Bitte warten. Ich muss einmal schlafen gehen. Ich kann natürlich auch hier irgendwie Enderman jagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist eher, sagen wir mal, gering. Doch, warte. Hier. Kaktus-Querstange. Aha. Basishaltbarkeit 150 Grimmodelgarde, ja. Aber wie kriege ich das her? Geschmolzenes Duraluminium. Querstangengussform. Wie stelle ich das her? Also nur mal so als Beispiel. Ich meine, das eine hier ist ein Kaktus-Ding. Das müsste ich ja dann auf den Tisch dann zerschneiden, ne? Ich meine, das brauche ich jetzt nicht für die Spitzhacke. Also grundsätzlich halt mal gucken, ne? Kaktus-Exkavator-Kopf. Ah ja. Nee, ist klar. Kaktus-Spitzhacke. Ich mir kein Rezept zu angucken, okay. Obsidian. Kann ich Obsidian einschmelzen? Ja, ne? Warte mal, das probieren wir mal gleich aus. Bitte warten. Machen wir hier ganz kurz den hier. Und den hier und den hier. Obsidian. Hallo. Ich brauche Obsidian. Ganz kurz. Irgendwo hatte ich den Obsidian noch verbraucht. In irgendeiner Fabrik hier. Warte mal. Um hier halt irgendwie was herzustellen, ne? Irgendeine automatische Werkbank hier. Nehmen wir das da raus. Dann habe ich keinen Platz. Ja, super. Irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist doch immer. So. Kommt hier mal meinetwegen der Himmelstein rein. Das Zeug und das Zeug. Dann kommt her, Obsidian. So, Obsidian einschmelzen. Es schmilzt auf jeden Fall. Oh, shit. Oh. Okay. Das Zeug ist bruchfest. So ziemlich. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte jetzt, als ich das gerade gesehen habe, so, shit. Ah, okay. Es ist da natürlich nicht genug Eisen drin gewesen. Und auch nicht genug Gold, um halt da ganze Blöcke zu machen. Das heißt, ich muss da gleich nochmal ein bisschen was nachlegen, damit ich dann lieber einen da auch wieder rauskriege. Sonst haben wir hier sowas Unfertiges wieder hinten. Hier mit dem Aluminium. Ja. Okay. Weil ich glaube, so eine Obsidian-Spitzhacke, die können wir dann schon so, ne?
vernünftig verbraten. Dann können wir aber auch... in das Zeug hier erstmal das hier wieder reinpacken. Dann kann es wieder zu Eisen werden und so. So. Ganz kurz gucken. Wir haben noch geschmolzenes Kupfer da drin. Wenn ich jetzt hier, ne, natürlich sowas mache, ist das natürlich eher schlecht. Ja. Wir haben geschmolzenes Obsidian. Das ist schön. Bestimmt. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht mache ich jetzt hier auch den totalen Bullshit. Frage ist auch immer noch, warum kann ich halt so Dinge halt nicht miteinander verbinden? Na, also hier so auf der Werkbank. Ich habe keine Ahnung. So, Eisen ist geschmolzen. Dann machen wir hier wieder rein. Aber es geht erst, wenn das Obsidian dann raus ist oder so, ha? Okay. Gibt es Obsidianbarren denn jetzt? Nur mal so doof gefragt. Obsidianbarren da. Ja. Okay. Dann kann ich da im Verbrat zu Obsidian das Gedöns oder so. So kann ich da erstmal anscheinend nichts rausquaften. Sondern wenn, dann halt wirklich nur über diese Form. Okay. So, Kupfer müssen wir jetzt aber erstmal rauskriegen. Ja. Ja, komm. Ja, kann ich eigentlich machen, bis dann irgendwann Obsidian rauskommt. Wir wollen ja eh eine Obsidian-Spitze vom Kopf haben. Dann können wir Kupfer immer noch dann irgendwann einschmelzen hier für Gedöns. So. Obsidian. Sehr schön. So, dann legen wir das mal... Ey. So, legen wir das mal rein. So, haben wir einmal Werkzeugverbindung gedöns. Okay. So, aber wie und wo kann ich das verbinden? Dann geht das so? Ach nee, das ging an diese anderen Werkstatt, ne? Gedönsdingens. Nicht hier, oder? Oder tue ich mich jetzt da schwer? Nein. Verdammt. Wieso geht denn das nicht? Sieh dir eine Spitzhacke. Spitzhacke. Obsidian. Ich kann mir da leider kein Rezept so angucken. Aber... So geht's nicht. So geht's nicht. So auch nicht. Wieso geht das nicht? Und in irgendeinem Buch hatten wir doch diese Dinger hier. Eine Anleitung, wie das hier zu herzustellen ist. Brauchen Toolbeine in Toolrod. Haben wir Toolrod. Werkzeuggriff, jo, haben wir. Und auch Werkzeugverbindung. Passt. Ja gut, das ist das für andere Werkzeuge. Das wäre halt das hier für so ein Zeug. Ich keine Ahnung, wie wir das herstellen. Ach, dann muss ich dann über eine Schablone herstellen und dann halt über eine Kussform. Ja, okay. Habe ich das? Ja, okay, gut. Ja, ich war doof. Also ja, gut, ich bin auch immer noch doof.
Aber an welcher Crafting-Station stelle ich das denn her? Nur mal so gefragt. Haltbarkeit 89, das ist nicht sonderlich viel, ne? Level 3 Obsidian, das ist ja schon mehr als wir eigentlich brauchen. Ich will ja eigentlich nur Diamanten abbauen können. Dennoch, ich muss jetzt endlich mal lernen, wie stelle ich das her. Das ist halt das Verstärkungsgedöns. Na, da können wir halt mit Diamanten hier die Haltbarkeit wiederherstellen oder halt erhöhen mit. Ne, warte, dann ist. Doch. Ah, okay, das eine ist prozentual, das andere ist Werte direkt. Das ist Mining Speed, das ist. Repariert sich selbst. Was ist denn das genau für ein Ding? Keine Ahnung, was es ist. Steht nicht dran. Autoschmelze brauche ich nicht. Ach da, Ball of Moss. Aha. Schon mal gut zu wissen. Das gibt halt ein bisschen mehr Glück. Schärfe, Feuer, Gedöns. Ja gut, aber... Wieso? Weißt du, ich stelle hier extra alles her. Alles so, wie es sein muss. Sämtliche... Toolbindings und hast du nicht gesehen? Hm? Alles, was ich habe, ist drei einzelne Teile. Finde den Fehler. Gut. Ich würde sagen, nachdem ich jetzt hier etwas länger halt einfach nur rumgedümpelt habe, ich gucke mir das eben schnell nochmal alleine an. So ein bisschen im Internet und so. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann aber geht's dann irgendwie rund, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Also dann, bis denne.